Hier in Schweinspoint darf eine Tomate noch Tomate sein. Sie bleibt so lange an der Pflanze, bis sie wirklich rot ist. Erst dann wird sie liebevoll von Hand gepflückt. Aber nicht nur das Gemüse, auch die Menschen hier haben im Behindertenwerk St. Johannes mehr Zeit. Das sorgt für eine hervorragende Qualität, die von den Gärtnerinnen und Gärtnern täglich streng überwacht wird. Die Tomaten sind echt lecker. Es kann passieren, wenn ich Anten tue, dass sie mehr in meinen Bauch rein, dann ist in die Kiste. Hauptabnehmer der Biotomaten ist die rollende Gemüsekiste. Dort schätzt man die strengen Naturlandrichtlinien des beschützenden Betriebes. Und den sozialen Mehrwert, dass die besonderen Begabungen der Mitarbeiter hier bewusst gefördert werden. Das darf man sich ruhig so vorstellen. In diesem kleinen Fachbereich hat der Gärtner mein Fachwissen. Und darüber hinaus geht es oft so, dass sie einfach durch ihre Betrachtungsweise ein Stück mehr wahrnehmen, wie ich in der Hektik wahrnehme, und mir dann sagen, ach Chef, schau mal, da ist doch dies und jenes passiert. Knapp 100 Kilometer südlich liegt ein weiterer Zulieferbetrieb der rollenden Gemüsekiste, der Biolandbetrieb der Familie Scharnagel. Fast alle Gemüsesorten werden hier in Siebnach-Ettringen angebaut. Viele Kunden kommen von weit her, um in dem kleinen Hofladen einzukaufen. Sie möchten sich halt sicher sein, dass es hier angebaut ist und dass es von uns ist. Und viele Leute essen nur das von uns und verzichten auf das andere halt dann in der anderen Jahreszeit. Und wir haben so eine Vielfalt während des ganzen Jahres, da kann man locker durchkommen mit Gemüse. Solche Zulieferer sucht Hermann Haas-Hübsch ganz bewusst, weil er weiß, dass kein Biosiegel persönliches Vertrauen und Regionalität ersetzen kann. Denn für seine Kunden ist Geschmack zwar sehr wichtig, aber das ist nur ein Teil der Philosophie. Es geht vor allem, dass man unsere Ressourcen, unsere Umwelt schont, damit man für unsere Kinder ein vernünftiges Feld zurücklässt, dass man nicht alles mit Chemikalien, Spritzmitteln, mit Tod und Teufel verseucht, mit genmanipulierten Produkten umgeht, die man nicht im Griff hat, die man nicht kalkulieren kann. Kurz, Nachhaltigkeit und Verantwortung sind die Basis der rollenden Gemüsekiste. Dass der Bio-Lieferservice auch noch das lästige Einkaufen erspart und die Produkte nicht tagelang im Supermarkt liegen, sind weitere Punkte, die bereits über 2700 Kunden überzeugt haben.